Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play SWAT 4, die dritte Runde. Diesmal, glaube ich, ein bisschen eine größere, eine schwerere Mission. Wir haben nämlich eine Geiselnahme in einer Tankstelle, wo sich, glaube ich, so mindestens drei Geiseln befinden und mehrere Geiselnehmer, beziehungsweise die Geiselnehmer, eine wurde identifiziert als Alice Jenkins, so wie ich das hier lese. Und ich glaube, die wollte hier ja auch so Drogengeld holen oder halt hier für Heroin bisschen Kohle abgreifen. Und ja, das Team hat mich zum Squad-Leader bestimmt und jetzt bin ich schuld, wenn es schief läuft. Sehr toll. Aber alles wird auf mein Kommando. Ich habe richtig. Genau, ich habe wieder die üblichen Verdächtigen, der Dagger und Bender am Start. Moin, moin. Moin. Moin, moin. Ja, spät abends schon um. Wie viel haben wir denn? Ja, 23.18 Uhr. Ja, wunderbar. Würde ich sagen, hau mal rein. Wir haben noch nicht tödliche Waffen dabei. Wobei, jetzt haben wir auch noch Umstieg auf die sekundäre Waffen, die 9mm Pistole. Sicher, sicher, weil es hier doch ein bisschen härter zur Sache geht. Mal gucken, ob wir sie brauchen oder nicht. Ja. Genau. Und wir haben auf CS-Gas umgeschwenkt. Und haben alle Gasmasken auf. Weil es noch ein bisschen größere Räume sind. So. Man sieht doch gleich das Sichtfeld eingeschränkt. Das ist richtig ekelhaft, ja. Okay, das ist die eine Hintertür hier. Ja. Das ist einer, das ist einer. Ich taser. Boah. Zack, okay, ich nehme die Waffe. Ich hab sie. Ja. Ich nehme ihn fest. Ging ja. Und er backt schon wieder. So. Okay, würde ich sagen, wir gehen gleich. Puh. Warte mal, der Container ist hier offen, oder? Da müssen wir auch noch reingucken, vielleicht, ne? Das ging ja auf jeden Fall schnell los. Okay, ich sicher nach hinten. Ich sichere die Tür vorne. Bender, okay, guckst dann. Du. Dann guck ich mit dem Opti-Stab in den Dings rein. Ja. Wobei, jetzt sichere ich mit der Langwaffe auf die weite Entfernung. Das ist natürlich nicht so optimal. Mit der Shotgun jetzt. So. Ja. Container ist leer. Okay. Dann sind hier gleich noch ein paar Toiletten hier. Ich würde sagen, wir sichern erstmal die Toiletten und dann gehen wir in den Raum rein, also in das Gebäude rein. Jupp. So, ich sichere weiterhin hinten die Ecke. Jo, ich sichere dich hier dann ab. Das ist eine Herrentoilette. Nicht leer. Wie man uns wieder an dem Schild erkennen kann. Du klangst so ein bisschen wie so ein Vertreter oder so. Dies ist eine Herrentoilette. Okay, hier ist. Moment, muss ich die andere Ecke nochmal gucken? Die Frauentoilette? Die Frauentoilette. Könnte man meinen. Okay. Leer. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hinten rein und wir kommen durchs Hinterstübchen. Okay, hat jemand so eine Doorwedge mit? Ein Türverstopfdingens? Ich habe einen mit, ja. Dann mach mal hier die andere Tür zu, solange. Die Vordertür. Nee, genau. Also die hier hinten, ne? Ja, dann müssen wir noch mal zurück. Das ist Koordination vom Feinsten, das kriegen Sie nur hier zu sehen. Hallo? Das läuft alles. Ach, man kann übrigens hier, wenn man Rechtsklick macht, kann man hier noch alles hier Befehle geben. Hier so wie. Regroup and stand by to move. Ne, sowas hier. So. Ist sehr kalt. Ja, Kollege Bender. Runter. Ach, da ist die andere. Ja, du hast jetzt die falsche Tür. Na, ist egal. Okay, ich habe mal so. Ach so, bei der Doorwedge muss man auch noch drauf achten, in welche Richtung die Tür aufgeht, rein theoretisch. Könnte nämlich sein, dass die nicht im Winkel liegt. Das wäre natürlich kacke. So, hier ist der Haupteingang, hier sieht man nichts. Der geradeaus ist eine Tür, die ist zu und nach rechts geht so ein Gang weiterer. Wo ich aber nicht sehe, da nur um eine Ecke rumgeht. Ja, wenn du nochmal hierher kommst, dann können deine Zuschauer oder unsere Zuschauer auch ein bisschen in den Gang schauen. Hier drüben. Hier, andere Richtung. Ja, dann zu dem Gitter da. Ah, genau. Ja. Upsala, genau. Das heißt, ich mach auf, ihr geht mal rein und lasst euch abknallen. Viel Spaß. Das klingt nach einem guten Plan. So, erstmal gucken, ob die Tür offen ist. Ich sicher lang, du sicherst links, ne? So. Ich tasern. Sichert ihr? Ja. Da ist noch mal einer. Waffe ist da. Und da war noch einer. Da ist noch einer. So. Ich sichere erstmal den ersten. Ja.
sichert Benner sich den zweiten. Ich sicher den Raum hier. Jo. Ja. Okay, ich nehme den hier. Wie ich der Schlampe 3 Schuss in die Fresse gehauen hab, ey. Ja. So. Okay. So. War da noch einer? Hinten ist noch einer. So, okay. Du bist mal lax. Schon mal fest. Jo. Wir müssen langsam auch vorrücken. Okay, der hier hat schon aufgegeben. Ich wollte halt nur den Menschen noch sichern. Ja, ja. Sicher mal den Raum hier. Die. So. Ich guck mal schon hier unten durch. Wie viele Türdinger hast du eigentlich noch? Zum Tür blockieren. Die einzige, oder? Ich muss erstmal meinen Taser nachladen, sonst könnte das die nächste Begegnung unangenehm werden. Also gerade, also der Raub geht hier geradeaus weiter und dann kommt nach links ein Knick weiter vorne, oder sehe ich noch nichts. Okay. So. Den Raum könnten wir von zwei Seiten stürmen. Ja, wo weißt du das? Hinten war noch eine Tür. Pause-Taste kriegst du doch mal die Karte. Die was, Taste? Pause. Pause. Ah ja, das ist sehr hilfreich. Wo ist die Pause-Taste? Neben der Rollentaste. Ganz oben rechts auf deiner Tastatur. Ach, da, die Pausentaste tatsächlich. Die kriegt man auch mit M hin übrigens, ne? Nein, niemals. Natürlich. Aber nur kurz. Ja, du musst halt gedrückt halten. Wobei ich nicht weiß gerade, wo wir sind. Das ist. Im Kühlraum. Ah, ja, ja, doch, da, ich sehe es ja hier. So, ja, wir sagen, wir gehen mal von einer Seite rein und arbeiten es dann vor. So, ich mache mal die Tür auf in 3, 2, 1 und los. Oh, mein Team nicht stürmt. Hier. Mein Team stürmt vor. Ja, ja, ich kooperiere ja schon. So, guck mal durch. Ich sehe nach hinten. Yep. Mit meinem Optiwand. Hier ist ein Geiseln, zwei Geiselnehmer mit Waffen. Oh. Einer kommt jetzt so halb auf die Tür zu. Ne, läuft um die Ecke. Einer ist jetzt genau geradezu 12 Uhr, der andere ungefähr 10 Uhr hinter einem Tresen. So, das heißt, ich würde sagen... Der ist hä, der wurde gerade von irgendwas verwundet? Hat er sich selber angeschossen oder was war los? Aus Langeweile. Der ist gerade durch eine Tür raus, das heißt, jetzt nur noch einer hier drin. Und zwar auf 10 Uhr hinterm Counter. Okay, also ich würde sagen, Flashbang rein. Nee, Gas, wir haben keine... Ach, Gas rein, richtig. Ja, also ich... Wollen wir die Tür sprengen? Ja, pass auf. So, du legst C4 hin. Ich habe hier das Gas schon in der Hand. Ich tue das Gas reinschmeiße und ihr stürmt dann den Raum voll, okay? Und ich komme dann hinterher. Okay. Und ich ziehe nach hinten. So, Moment. Okay, ich bin bereit. Seid ihr bereit? Jo. Ja. Okay, kommt. Und rein geht's. Police, on your knees. Police, drop your weapons. Police, ich hab die Waffe. Da ist hier nach hinten, jawohl. Sichert die Tür. Also der Sound hängt immer, wenn wir da einen festnehmen. Ja. So, hier ist der eine mit Waffe noch durchgegangen. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. So. Hier sehe ich nur unsere gefesselte Person. Okay, dann gehen wir hinterher. Okay. Dann gehen wir mal hinterher, würde ich sagen. Langsam, aber vorsichtig halt. Oh. Mit dem Opti-Wand voran. Okay, ich mach erstmal die Tür nach draußen zu. Jawohl. Der muss hier irgendwo sitzen, die Drecksau. Ja, mit Licht geht's natürlich besser. Mit Licht geht alles besser. Ich glaube. Eine Waffe? Hier die Tür ist zu. Ich guck mal da unten durch. Moment. Oh ja, die haben wir nicht zugemacht, oder? Die war vorhin noch offen. Ja. So, direkt vor der Tür ist unsere gefesselte Person und dann ist. Nach rechts, die Tür, die ist aber zu und den Rest vom Raum sehe ich nicht. Also sehe ich nicht, kann ich nicht einsehen. Das heißt, wir gehen mal durch. Ich mache auf, ihr geht vor, weil ihr habt die Waffen, die auf Entfernung besser sind. Okay. Fertig? In 3, 2, 1, go. Wer hat gerade geschossen? War das ihr? Ja, das warst du. Ich habe nicht geschossen. Linke Seite. So, ich genau, sicher? Das andere rechts. Ich habe die Waffe. Ich nehme fest. Okay, ah, ich hab schon. Du machst es. So. So, jetzt müssen wir nach rechts weitergehen, oder? Würde ich sagen, hier. Mhm. Wir könnten hier erstmal durch diesen Counter durchschauen. Aber nichts zu sehen. So. Guck schon mal durch, Bender, da unter der Tür. Ich sichere dir den Rest voll. Er geht einfach weg.
Ja. Hm? Ah, hier nee, drüben geht's weiter. Mehr hätte auch durch die Tür durchgehen. Passt also. Riesen nach hinten. Ja. Sehr schön, wie man es in der Helmkamera sieht, ja. Okay. Okay, hier hinten ist nichts. Wo kommt denn hier die Mucke her, ey? Ach, da ist ein Spielautomaten oder so. Nee, das ist der Fernseher. Da läuft irgendein... Ach, schießen. Oder nimm wenigstens fest. So, ich schau mal unter der Tür durch, ja? Jo. Sehen die eigentlich auch unser Licht, wenn wir es hier rumfunzeln mit der Taschenlampe? Ich glaube schon. Hier ist einer mit Handwaffe, also Pistole, Forstfeuerwaffe. Der ist auf ungefähr 2 Uhr und geht jetzt ein Stück raus. Ist aber... sieht schon alarmiert aus. Das heißt, vielleicht, also weißt du nicht, wir können die Gasgranate schlecht anbringen. Also vielleicht einfach von hier peppern. Jo. Und du machst die Tür auf oder so. So, ich spreng mal die Tür. Ich würde sagen, ich schieße die Tür auf gleich hier. So, fertig. Und ihr haut dem Typen gleich eins von Latz, okay? So, seid ihr soweit? In 3, 2, 1, go. Ich geh rein. Wo ist er? Der ist da hochgelaufen, da. Hier ist hochgelaufen, die Rampe. Da ist er! Achte, der kommt da! Boah, hat mich erschossen. Der wurde nicht so wirklich gepeppert. I say, Officer down. Anreden. Ja, hab ich schon. Okay. Boah. Das war kein Taser. Ich hätte einen Taser. Oh mein Gott. Oh Scheiße, komm, hier ist eine Person. Sicher schon mal knallhart abgeschossen. Okay, wir haben einen Officer down. Meld den mal. Kann man den ja melden? Ja. Das wäre auch ganz nett. Ist eine Person zu kill. Ja, nein, dann betäubst du mit dem Pfeffergewehr. So, ich nehme fest. Oder so. So, wir haben einen Officer down. Ja, ein toter Officer. Und mein Spiel hat sich minimiert. Achso, na dann immerhin was. Ja, also in 3 Monaten bin ich wieder bereit. Ja, sieht aber ziemlich, ja. Entspannt aus, ja. Ja. Mit dem Gesicht im Beton. Ja, warum ist die Mission jetzt, warum geht's denn nicht weiter? Kannst du noch die Geisel da hinten melden oder so? Die Bänder gerade anfunzelt, ne? Mission, hier. Bei mir kam aber Mission complete. Ja, das kommt halt immer, wenn du alle Gegner ausgeschaltet hast, aber halt noch nicht unbedingt alles gemeldet hast. Dann kannst du auch. Aber ich meine. Ja. Ich bin jetzt halt auch mit Escape Endgame. Können wir es beenden. Ich muss ja jeden Schuss einzeln nachladen in der Scheißknarre, das ist ja ätzend. In welcher? In der Shotgun? Oder? Ja, muss jeden Schuss einzeln nachladen, ja. So, aber warum ist es? Ist ja jetzt fertig, oder? Ja, Mission complete. Geh doch hier mal rein noch. Ja, der ist zu. Warte, dann schließt es auf. Achso, geht nicht, oder? Nee, geht gar nicht. Oder doch, ich könnte aufschießen noch. Fertig? Ich schieß auf und du. Ja. 3, 2, 1. Police on your knees! Nicht so langsam reinlaufen. So. Jetzt muss schneller gehen. Okay, wir sind draußen. Ja, passt doch. Hier ist nichts mehr. Geht's okay, dann. Da noch weiter? Eine Tür. So, gucken wir mal durch hier. Das ist der Raum, wo wir gerade waren. Da, also, wo wir die Olli da festgenommen haben. Hier. So. Hier geht's wahrscheinlich auch wieder raus, denke ich mal. Ja, das war ein Türteil. Der Hinterhof. Ja. Ah, Wedge Door. Versuch mal die Tür aufzumachen. Ne, geht nicht. Das ist ja der Türkeil. Dann liegt sie richtig. Ja, immerhin, das haben wir geschafft. Wenn wir schon einen Mann hier verlieren, aus Gefecht gesetzt wird natürlich nur. Er tretet noch auf mir rum hier. Entschuldigung. Ja, aber die Mission ist ja jetzt fertig. Ja, mit Escape Endgame können wir es auch beenden. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal mit dir ins Krankenhaus und melden uns dann wieder, wenn du wieder gesund bist, oder? Ja, das wäre sehr vernünftig. Ja, dann würde ich sagen, Cheerio. Tschüss. Macht's gut. Ciao.